Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Assassin's Creed 4 Let's Plays. Ich bin Galin, ihr schon wieder Games for You und oje oje, bei uns sind Schiffe hier verloren gegangen. Ist aber, muss ich sagen, mit geplant, weil ich will diese ganzen kleinen Schoner und so weiter loswerden. Und auf größere Schiffe umstellen. Du hast eine Trophäe erhalten, okay, alles klar. Dann danke dafür. Bestätigen. Und jetzt geht's aber dorthin, wo wir eigentlich hinwollen. Und zwar mit voller Geschwindigkeit Richtung Ziel. Er hat eine Art, mir das Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Oh, dann mal los. Richtung Tulum. Mit Reisegeschwindigkeit. Verfolger ansehen. Wo? Da hinten? Da ist es eine Latte. Wo? Oh, scheiße, ein Schiff. Oh Mann, bist du zu blöd zum Fahren oder was? Ey, Wurm, Pech gehabt. Reisegeschwindigkeit. Wumm. Wir wollen Gas geben, Gas geben. Denn das ist ja kilometerweit entfernt, Leute. Da sehen wir mal, wie lange wir hier segeln müssen, um dorthin zu kommen. Und wie schön das aber auch aussieht, ey. Ist der Wahnsinn. Das kannst du gar nicht oft genug sagen. Es wäre nur noch schöner, wenn wir wirklich auch mit Ton spielen könnten. Aber guck mal, wie die dicht auf dem Deck dort immer wieder, nachdem wir hier einen Wellenkamm überstiegen haben, zu sehen ist. Sehr schön, sehr nice. Stoff haben wir bekommen, das ist natürlich auch ganz gut. Ein bisschen schade, dass wir hier nicht so direkt jetzt... vielleicht sollten wir mal gucken, wo die sind. Ach, da ganz hinten. Das ist doch egal. Ist nicht so wichtig, Leute. Nicht so wichtig. Aber wir sollten vielleicht trotzdem mal auf die Map gucken. Wo wir jetzt eigentlich hin wollen, sollen, können, wie auch immer. Das Problem, das ich gerade sehe, ist, wir nehmen den längeren Weg. Aber... ist das auch der sichere Weg von beiden? Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal den... Das kann man nicht mehr sagen, ob es länger ist oder nicht. Vorsicht, Captain. Diese Gewässer werden vom Feind bewacht. Wir segeln hier an der Küste entlang. Einfach mal. Da scheint es ein bisschen stürmischer zu werden. Die lassen wir mal sein. Einfach nur Stoff geben. Gucken, dass wir da außerhalb der Sichtweite bleiben, sage ich jetzt mal. Haben wir, sehr gut. Oh, 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 oh. Oh, shit. Dreck, 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 Dreck. Die schießen auf uns hier. Was ist das? Leute. Beeilt euch, Mann. Die sind ja gefährlich, diese Burgen, oder was das da ist, ey. Ich sehe es auch gar nicht. Oh, 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 oh. Boah, Alter. Was ist hier los? Viele Schiffe? Alter Falter, ey. Oh, wow, wow. Scheiß Nebel. Jetzt geht es nochmal hier gespeichert. Das ist schon mal gut. Kurz gucken. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind verdammt nochmal überhaupt noch gar nicht so weit gekommen. Okay, hier jetzt mit dieser Geschwindigkeit durchsegeln, das wird schon was. Haben wir Stoff bekommen? Na komm. Okay, wir sind aus dem Feindgebiet, aus dem Sperrgebiet sind wir draußen wieder. Das ist schon mal gut. Schön gespeichert an der Stelle. Enterhaken bereit. Sag nur das Wort, Captain. Wie Enterhaken? Die könnten wir eigentlich wirklich entern. Wenn sie schon so da liegt. So, das ist wohl dieses mit den Kisten. Steuerruder verlassen, loslassen.
Jawohl. Und ab ins Wasser und ab an Bord, dann damit wir die Kisten aufmachen können. Tatsache, ist wirklich so mit den Kisten. Danke für den Tipp hier nochmal an Flex Dennis. Komm, mach auf. Wieso macht er das denn nicht? Müssen wir die kaputt machen oder was? Nee. Okay, jetzt macht das auf. Einfach mal durchlaufen. So viel einkassieren wie möglich. Auch wenn er irgendwie keinen Bock zu haben scheint bei vielen Kisten. Geht das Schiff jetzt unter oder was passiert da jetzt? Oh, Tatsache. Ach, wir müssen dann runter von dem Schiff. Wollt ihr mich verarschen? Okay. Wieder was gelernt. Lautet unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Geben wir mal lieber mehr Gas. Kannst du ihm denn vertrauen? 700 Meter ist nicht so nice. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Scheißverfolger auch. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Kanonenboot, okay. Ist egal. Das ist tatsächlich eine riesige Fahrt, sage ich jetzt mal. Ist ja der Wahnsinn. Ich würde sagen, wir fahren jetzt hier gute 10 Minuten. Also nicht, dass wir jetzt schon 10 Minuten fahren, sondern dass wir jetzt insgesamt noch 10 Minuten fahren. Beziehungsweise 3 Minuten, dass wir auf 10 Minuten kommen. Jetzt bin ich aber verwirrt. Und dann machen wir noch mal ein bisschen hier klauen und so weiter und so fort, wie wir es doch so gerne machen. Oha. Wo haben wir uns hier nur hingesegelt? Ja, ja, der ist schon toll, der Ort. Nehmt die Rahen aus dem Wind! Gerade so ausgewichen, den Untiefen hier. Da hinten haben sie wieder gekämpft, okay. Oder kämpfen immer noch sogar und wie? Ist eine Brick. Oha, was ist jetzt los? Ist ja die Frage, ne? Entern wir die mal fix? Würde fast sagen, ja. Werden immer wieder aus der Reisegeschwindigkeit rausgehauen. Wir stoßen zusammen. Aufgeilen, nehmt Druck vom Baum. So, diesmal können wir wieder so einen Kistenspaß machen. Wenn ich das richtig deute. Na komm, ab. Auf zur Brick. Ich find's ein bisschen schade, dass wir die hier nicht richtig entern können. Ganz hier hinten. Wichtig ist, diesmal müssen wir halt gucken, dass wir wirklich von Bord kommen. Ich hab gedacht, man kann dann einfach nur die Kisten nicht mehr aufmachen, das letzte Mal. So, dann haben wir aber auch alles geplündert. Können wieder zurück an unser Schiff oder an Bord unseres Schiffes. Wie schön die Jackdaw aber auch ist, ey, mittlerweile. Richtig, richtig schick. Auf ans Steuer hier, Kapitän. Gas geben und Reisegeschwindigkeit.
groß die Welt aber auch ist, das ist der Hammer. Riesig. Gucken, wie weit wir bisher gekommen sind. Bisschen zurück. Also wir haben Pi mal Daumen die Hälfte des Weges bisher geschafft. Ist das hier auch nur eine Brick? Die Verfolger scheinen gar nicht mehr hinter uns her zu sein. So, Reisegeschwindigkeit, sehr gut. Oh, was ist hier los? Warum werden wir immer wieder rausgehauen? Das macht doch gar keinen Sinn. Oh, hier gibt es Leute. Die sammeln wir auch noch mit ein. Und jetzt gucken wir, dass wir hier außenrum vorbeikommen. Ich bin nicht schon wieder in Küstennähe gelangen. Wie hier nur so kleine Schiffchen unterwegs sind, ey. Wahnsinn. Reisegeschwindigkeit. Gibt doch auch keine großen Dampfer hier. Naja, Dampfer wahrscheinlich eh nicht. Machen die da? Ringelpiez oder was? Ringelpiez mit anfassen. Warum ist hier ein Sperrgebiet? Ist hier vorne wieder eine Festung? Ja, da ist eine Festung. Müssen wir doch gucken, dass wir uns eher links halten, Richtung Küste. Sonst kommt nämlich die Festung wieder. Na komm hier. Langsam wird's dunkel. Sonne geht unter. Aber ey, wie schön das ist. Wahnsinn, guckt euch das mal an. Da könnt man glatt Bilder von machen und an die Wand hängen. So schickig ist das hier. Aber wenn du damals gelebt hast, da musstest du echt Zeit mitbringen. Ohne Mist hier. Geht hier schon wieder ab. Wo ist es? Ist wieder nur eine Brick. Gucken wir mal, was das hier so gibt. Ne, hier wollen wir nicht reinfahren, sondern weiter, obwohl das eigentlich auch ganz nett aussieht hier. Mit den Hafenmauern sozusagen. Castillo Moro. Ja, sieht ja richtig nice aus, ey. Da müssen wir auch mal vorbeigucken. Wahnsinn, ey. Vor allem scheint uns das gar nicht jetzt böse gewillt zu sein. Die scheinen gar nichts gegen uns zu haben. Oder keine Möglichkeiten, uns was zu wollen. Aber ich frage mich, woher das Treibgut kommt. Sind das dann wirklich Schiffe, die untergegangen sind, die von anderen kaputt gemacht worden sind oder sowas? Das würde mich mal wundern. Sehr gut. Hat wieder mal gespeichert. Das ist natürlich immer ganz nett. Stoff vor allen Dingen. Jetzt müssen wir kurz mal gucken, wie das hier mit der Geschichte aussieht. Ich würde sagen, wir versuchen uns hier zu halten und ziehen hier so dran vorbei. Oh Gott, das wird mal was. Möglichst Richtung Land. Orientieren, weil das Problem ist, das ist ja eine super Festung da von der Position her. Okay. Jetzt wird es hier auch noch stürmisch. Das kann ich super gut gebrauchen, wenn wir da an dieser super positionierten Festung vorbeihuschen. Huschen ist gut. Das ist nur 500 Meter entfernt. Ach du Scheiße, Leute. Oh Gott, das wird was. Oh nein, oh nein. Die kriegen uns nicht. Die kriegen uns nicht, Leute. Wow, 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 wow. Ich sehe die Kugeln fliegen. Oh, oh, oh. Gar nicht gut, gar nicht gut. Oh, raus hier, raus hier. Oh, Leute, 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 Leute. Ja, komm. Zum Glück treffen sie nicht so gut. Wir ziehen hier jetzt mit voller Pulle durch. Scheiß drauf. Eine Wasserhose. Was noch alles? Wollt ihr mich verarschen?
Ja, danke. Hier mich auch. Wir müssen ausweichen. Ja, habe ich ja eigentlich vor. Okay, das scheint geklappt zu haben. Ich glaube, wir haben es so einigermaßen gepackt. Oh Mann, das hätte auch viel schlimmer ausgehen können. Sturm lässt auch ein bisschen nach. Das ist gut. Dann gucken wir mal, dass wir dorthin kommen, wo wir hinwollen. Auch wenn es trotzdem noch raue See ist, hier trotz allem. Sind auch schon fast am Ziel angekommen, würde ich mal behaupten wollen. Fast schon idyllisch gerade. Na auf, Kollege, komm, fahr, fahr. Sind außerhalb des Castillos, sage ich jetzt mal, oder des Forts. Ich glaube, hier müsste irgendwo der Punkt sein, wo wir hinwollen. Genau, super. Mission starten. Das hört sich doch gut an. Das ist doch super toll. Endlich haben wir es geschafft. Eine Viertelstunde mussten wir dorthin segeln. Der Wahnsinn, ey. Und jetzt wird auch schön gespeichert. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier die Kiste noch auf, die sich hier versteckt hält. Und dann machen wir erstmal einen Cut an der Stelle. Genau. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen, wünsche euch allen noch frohe Weihnachten und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.